Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit einem neuen Stream, wenn ihr live dabei sein wollt. Jeden Samstag 19.15 Uhr bis 21 Uhr. Heute werden wir klatschen. Sehr viel beschwören. Wie ihr seht, hört ihr einen Sound. Wie ihr seht, haben wir extrem viele Schriftrollen. Und wir sind auf dem Account von Kukai Plays. Und er hat so wenig Sixers und so viele, so wenig Net Fives. Das heißt, wir werden ihm heute krasse Sachen ziehen. Wo ist das Lager? Hier. Seht ihr? Also so viel hat er gar nicht. Außer eine Rika. Die hätte ich schon gern. Ansonsten hat er halt kaum Net Fives. Und deswegen... Ja, Rika, Daphnis und Sekhmet und Ethna und Chibu. Naja, doch eigentlich viel für den Account. Aber egal. Wir werden ihm heute neue Net Fives ziehen. Auf jeden Fall. Deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich auf diesen Stream. So, Amazon 205 werden kommen. Ich schau mal, wo die meisten Leute drauf gesetzt haben. Die meisten haben auf 2 gesetzt. Ein paar haben auf 3 oder mehr gesetzt. Oh Gott, das wär heftig, ne? Und, naja, einer hat nur auf keins gesetzt und einer auf 1. Naja, ich bin mal gespannt. 900 Tage Spielzeit. Na, okay, ja, weil es dein zweiter Account, ne? Also von daher. Ja, wir beginnen jetzt gleich mit der Beschwörung. Ich lese erstmal die Nachricht vor. Er hat geschrieben, dies ist der schwächere Account meiner beiden und ich habe dort geschätzt nur 10 Sixers und gerade ein stabiles Dragons Team. Monster, die ich gerne hätte, wären natürlich Shiner, Sabrina und endlich eine Megan. wie ich früher, der sich unbedingt eine Megan gewünscht hat, weil sie nie gekommen ist. Ja, ich glaube, ich bin der Einzige, der sich so über eine Megan damals gefreut hat. Darf ich dich fragen, wenn ja, warum kann ich dich nicht sehen, Bruder Herz? Was? Danke für den Follow. Wapsi Wand. 9797. Ich sehe schon den Titel, wenn 3 oder mehr kommen. Ja, extrem krasse Beschwörung. XXXX. So, und eine Megan, da ich bisher nur ein paar Anfangs hatte und ich nun durch sie verflucht bin. Dieser Sound erschreckt mich jedes Mal, den muss ich leiser machen, Hilfe. Weil ich nicht damit rechne, zog ich immer auf. So, ähnlich wie bei dir mit Hua damals. Net Fives gibt es viele, die ich gern hätte, aber ich sage dir einfach mal, von fast allen mein Liebstes oder das mir am meisten helfen würde. Leo, Ariel, Busa, Vela, Nigong. Auch wenn es nur ein kleiner Traum ist. Okay, ich würde sagen, wir können jetzt beschwören. Hallo, bin das erste Mal dabei. Freue mich, dass du hier bist. Meine 100 Nekos sagen, dass 300 Fives kommen. Wie oft kann ich Loot schicken? Ich glaube, alle 10 Minuten oder so kannst du ja einfach mal versuchen. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr mir gratis Loots-Nachrichten schicken würdet. Ausrufezeichen Loots, damit unterstützt ihr mich. Ohne einen Cent. Hi, habe es noch geschafft. Habe letztes Mal Review gekauft und du hattest es vergessen. Ich weiß, machen wir dann, nachdem wir die Schriftrollen geöffnet haben. So, ihr könnt jetzt mal raten, wie viele Blitze wir bekommen. Einfach mal so in den Chat schreiben, nichts mit Contest oder so. Einfach mal raten. Sind ja schon einige Schriftrollen. 257 MS. 18, 18 und 21. Heftig. Richtig viele. Dann haben wir noch die ganzen LDs. Und 8 Blitze haben wir eh garantiert, ne? Ich würde mal sagen. Ich bin großzügig. Ich sag 40 Blitze, okay? 40 Stück würde ich raten. Was sagt ihr? 28. Ah, da ratet auch einer 40. Wow. Der Accountbesitzer ratet genauso viel wie ich. Rate dreht, genauso. Dauert. Oh Gott. 50, 50, 8, 37, 42, minus 10. 38, 32, 42, 33, 31. Okay. Mal sehen. Ich beginne mit den MS. Warte, was hat er für Segen? Kurz schauen. Was hat er für Segen? Mit 5 Segen. Nice. Wo kann man Beth benutzen? Nur. Eigentlich fast überall, in Dungeons zum Beispiel oder im PvP geht's auch, im GK. Ich habe im GK heute eine benutzt in einem Video. Hat leider nicht so gut geklappt, Hust. Der Theomas ist ausgerastet, Hust, aber habt ihr nicht von mir, ne? Nach X7 Video endlich mal im Stream dabei. Bin gespannt, wie es hier uncut aussieht. Ich erzähle viel Mist.
und verspreche mich andauernd. Andauernd. Ups. Kann Vero, Bella, Kona, Sick und Bestat als GU10 funktionieren? Ich weiß nicht, ob du Giants V10 meinst. Aber ja, kann funktionieren. So, wisst ihr, was ich vergessen habe? 3, 2, 1, let's go, Baby. Das habe ich ganz vergessen. Ich hoffe, das bringt jetzt keinen Pech. Wehe, er bekommt eine Tiana. Die würde ihm leider, glaube ich, gar nicht so viel helfen. Hey, Street Fighter 19, na du, Ehemann, was geht bei dir? Will Tiana eigentlich nur auf meinem Main? Naja, ich hoffe, wir ziehen dir hier keine. Sonst wäre es so ein bisschen ärgerlich. Ich kenn's ja ganz. Ich kenn's von mir selbst, sagen wir es so. Ich kenn's von mir selbst, ganz genau, wollte ich sagen. Ich kenn's ganz genau. Damals auf meinem Baby-Account habe ich einfach diesen Liebli aus dem Wunsch gezogen und ich habe mich so geärgert. Ah. Den hätte ich so gern auf meinem Main-Account gehabt. Da kriege ich auf meinem Haupt-Account immer nur so Kack aus dem Wunsch und auf meinem Baby-Account denke ich mir nichts dabei und ziehe dann einfach dann Liebli raus. Das war nicht so schön. Das war gar nicht so schön. Sind neue Emotes in Arbeit? Ja. Ich habe auch schon Ideen für drei neue. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, weil die das ja so gratis macht und so. Also, ich will sie da nicht unter Druck setzen. Danke für den Follow, XSambu, und danke für die nächste Loots-Nachricht. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerade ist einfach Ausrufezeichen Loots und dann könnt ihr eine Nachricht im Stream einblenden lassen. Lass mich raten, da kommt jetzt so eins, okay? Erste. Also, es steht jetzt erstens in dem Loots. Oh ne, das war eine Support-Loot-Nachricht. Schade. Fast richtig gelegen. Hab Liebli auch auf einem Baby-Account. Scheiße, ne? Meine 50 Blitze sind incoming. Habt ihr einen Baby-Account oder einen zweiten Account? Wenn ja, dann schreibt mal ja. Wow, dann schreibt ja und wenn nicht, dann schreibt nein. Oder macht ein Plus und Minus wie immer. Und ja, ob ihr schon mal da was gezogen habt, was ihr gerne auf eurem Hauptaccount hättet, worüber ihr euch geärgert habt. Bei mir, wie gesagt, der Liebli mit, ich habe da Ciara und Segment, das hat mich nicht geärgert, das passt vollkommen. Nein, ja, plus, minus, plus, ja, Level 18, ja, mit Winddrache, minus, wenn du musst mit mehr Liebe ziehen. Okay, mit mehr Liebe, ein Herz für den nächsten Blitz, du kriegst ein extra Herz, du wirst gelobt. Der nächste Blitz kriegt ein Kompliment, okay? Nein, keine Zeit, nope. Ja, ich weiß, also ein Account kostet schon extrem viel Zeit, wenn man dann noch zwei wirklich richtig versorgen muss. Woher nimmt man die Zeit? Damn. Außer man hat die ganze Zeit ein Tablet und ein iPhone gleichzeitig laufen. Aber was ist das für ein Leben, wenn du die ganze Zeit nur irgendwelche Geräte anhast? Dauerhaft. So, der kriegt jetzt ein Kompliment, das Monster hier. Bitte sei hübsch. Scheiße. Was soll ich denn für ein Kompliment machen? Du hast... Ja, schöne Kapuze. Breite Schultern. Deine Keule ist echt fett. Jetzt kann man falsch verstehen. Und ich find's gut. Also das sage ich jetzt zum Todesritter. Ich find's gut, wie du mit deiner Hässlichkeit umgehst. Du versteckst sie halt und belästigst damit nicht andere. Das muss man auch mal schaffen. Das ist schon cool von ihm, dass er dazu steht. Ja, ca. 5 und hab da Tiana, Fong und Diana gezogen, die ich alle so nicht hab. Oh, das ist so ärgerlich, ja. Bin am Main noch zu schlecht, da lohnt sich ein Baby noch nicht. Ein Baby geht immer. Also nicht im echten Baby. War jetzt bestimmt seit einem halben Jahr nicht online und ja, Emma, ja, ich war auch schon seit Ewigkeit nicht mehr online. Ich kenne meine Passwort leider gar nicht mehr für meinen Baby-Account. Mein erster Net 5 war Retash. Ui. Da musst du den nächsten Blitz bauen und im GK benutzen. Ah, das ist ja nicht mein Account. Aber ja, schöne Waffe, schöne Augen. Ja, man sieht die Augen nicht, das wäre gut gewesen. Okay, wir machen jetzt für jeden Blitz, machen wir dem Komplimente, ja? Ich gebe ihm Komplimente und ihr gebt ihm Komplimente, okay? Schönes Gesicht. Oh, ein gutes, schöne Haut. Deine Keule ist echt fett. Ja, der war gut, ne? Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei jedem Blitz diesem Monster ein Kompliment machen und ich mache ihm auch ein Kompliment. Ich hoffe, es kommt keine Frau. Naja, am besten ist es halt bei Monstern... Der war eigentlich das perfekte Beispiel, ne? Also okay, beim nächsten Mal gebe ich mir noch mehr Mühe. Dann haue ich die schönen Sprüche raus. Und ihr könnt dann auch schön Komplimente schreiben. Das wird bestimmt
Ein Spaß. Was habe ich verpasst? Bin jetzt erst zu Hause. Wir beschwören heute sehr viele Schriftrollen. Und wir haben gerade festgestellt, oder als Regel ausgemacht, dass wir den Monstern, nur den Blitzen, ein Kompliment machen. Ob ernst gemeint oder nicht, spielt keine Rolle. Wir müssen nur erstmal Blitze bekommen. Ich bin jetzt gespannt, was als nächstes kommt. Komm, irgendwas Gutes bitte. Irgendwas Hässliches bitte. Nein, Quatsch. Wir wollen nicht auf die Äußerlichkeiten achten. Wir machen nur Spaß. Aber es kommt nichts. Die haben Angst, dass sie kritisiert werden, ne? Danke für... Wieso wird es nicht angezeigt? Manchmal werden Follows nicht angezeigt. Und dann kommt's hier. Moin Markus. Hi Zolli. Ich mag Milch. Hallo, du bist auch da. Todesritter sieht aus wie Sensenmann, nur in breiter unter der Kapuze. Rip Blitzra, den richtig mies bisher, ne? Richtig, richtig mies. Warum auch immer. Wir haben so viele Schriftrollen, aber es will irgendwie nichts kommen. 3 Blitze in 50 MS, oder? Nee, 2 Blitze sogar nur. Noch schlechter. Damn, nur 2 Blitze. Zeig mal deine Sprüche, mit denen du Maria rumgekriegt hast. Nee, sowas bleibt secret. Ja, also das sind ja dann keine schlechten Anmachsprüche. Das sind ja dann die richtig heftigen, mit der ihr jeder kriegen könnt, aber das, sowas darf ich nicht verraten. So, da ist der nächste Oh, als ob dann ein Cyan kommt. Als ob ein Cyan kommt. Oh. Warst du schon mal im Heidepark? Nee, noch nie. Als ob ein Cyan kommt. Okay, also, wir wollen ja nicht über Äußerlichkeiten sprechen, deswegen reden wir bei ihm über die inneren Werte. Also, tolle Frisur, ja, wollte ich auch sagen. Die inneren Werte, ich weiß nicht, also er kann ja nichts. Also, ja, es muss auch Food für andere Monster geben, Cyan. Sei nicht so traurig, du dienst einem besseren Zweck. Und selbst kannst du nichts. So, genug Kompliment. Gut dafür, predicted. Schöne Schminke. Rezo. Stimmt, das ist Rezo. Oh, aber Rezo ist besser als der. Der kann halt nix. Lustig oder traurig, denke mir, seit TOA Reset, warum mein Autoteam so große Schwierigkeit beim Clearen des Stages hat. Stage 94 bemerke ich, dass ich normal geskippt habe und die ganze Zeit an Hard gearbeitet habe. Nice. Innere Werte, Skill Up für Material, was? Skill Up Material für Lucian? Ja genau, das meine ich mit inneren Werten. Cyan, du bist in TOA echt nervig. Stimmt. Stimmt, in TOA Hard ist er echt nervig. Ja. Du hast eine schöne... Naja, muss los. beschwöre erst 10 Unbekannte, dann hast du eine bessere Blitzrate. Mal sehen, ob das klappt. Wir haben genug Mana, ne? Ja, komm mal, wir haben einfach mal 10 hier, so. Wir haben auch genug Lagerplatz, hoffe ich. Mal sehen, ob die Blitzrate jetzt besser wird. Das hier ist hier halt echt mies. Sehr, sehr mies. Zum Glück haben wir nicht auf Blitze gewettet. Sonst hätte jeder groß verloren. Da ist der nächste Blitz! So, das nächste Kompliment wartet. Ludo, okay. Interessante Frisur. Keine Ahnung. Der sieht aus wie ein Busch. Also wie... Literally. Schaut euch mal an, wenn er sich ins Gras legt, könnte das so ein roter Busch sein. Keine Ahnung. Was habt ihr? Was habt ihr? Ja, schöne Haare, ne? Sieht aus wie ein Busch. Wirklich, wie ein Busch. Du, er war ein bisschen zu lang in der Sonne, ne? Sieht aus, als wäre er in die Fritteuse gefallen oder so. Keine Ahnung. Dein Würfel ist echt sexy. Ja, der kann ihn schweben lassen, ne? Das ist ganz nice. Das ist wahr. Schöne Zähne. Ja. Ludo, du Ludo. Du bist so ein Magier wie ich. Na, ich finde ihn eigentlich ganz cool sogar. Also von daher, ich mag den. Der ist eigentlich ganz witzig. Deswegen finde ich das cool. Kann man mit Chivo, Beth, Eladriel, Theo und Vero Stage 50 normal schaffen? Ich weiß gar nicht, wer da ist. Das ist schwierig. Heiß, wie die Zahl 6 immer gezeigt wird. darauf habe ich gar nicht geachtet. Immer mal schön, was einem auffällt. Schöner Körperbau. Ich würde gerne deinen Würfel rollen, wenn du verstehst, was ich meine. Der Spruch ist gut. Armer Ludo. Der wird richtig durchgeludert.
Deine Würfel zieht mich magisch an. Lange kein Blitz, gleich in der Pfeil. Ich würde es ihm gönnen. Ne? Also ich meine, hat sehr viele Schriftrollen. Da ist der nächste Blitz. Oh. So, ich weiß nicht, was ich da für ein Kompliment, also für ein ironisches Kompliment machen kann. Die sieht halt einfach gut aus. Das lassen wir mal im Raum stehen. Olivia sieht gut aus. Und die ist ein gutes Monster. Und die hat einen langen Säbel. Olivia, du kannst mich gern mal... Nein, darf ich deinen Säbel polieren? Das passt eher zum Mann als zu einer Frau, ne? Sag nichts Falsches. Okay, ich gehe schon weg. Ihr könnt gern was schreiben, dann kann ich das einfach vorlesen. Dann kriege ich keinen Ärger, wenn ihr irgendwas zu ihr schreibt. Ja, wir können zum Lager. Beth oder Eladriel, hab mich für Eladriel entschieden. Ist eine gute Wahl. Beide sind cool, aber ich denke, Eladriel ist beliebter in Devs auf jeden Fall. So, im Lager haben wir genug Platz. Das ist sehr schön. Das passt. Aber echt wenig Blitze bisher. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ja, ich hoffe, dass einfach nicht Fives kommen. Also ganz ehrlich, Blitzrate ist egal. Wenn dann dafür ganz gute Monster kommen, das ist viel wichtiger. Was schreibt ihr denn? Schnitte schon belegt. Habe ich was als Zieren verpasst? Ja, wir haben Olivia gezogen. Dein langes Ding gefällt mir. Ist doch immer. Okay. Hi, Jojo! Verdammt, wollte dir meinen letzten Bit bei dir hinterlassen, aber es klappt nicht. Alovia, Oliven sind lecker. Blitze schrecken von den Komplimenten ab. Ja, habe ich auch im Gefühl, dass die Angst haben, was wir über die sagen, ne? Das haben wir noch nie gemacht, den Monstern einfach Komplimente gemacht. Aber eigentlich, wir sind ja nicht beleidigend, wir sagen ja nur nette Sachen. Also müsst ihr keine Angst haben, Blitze, wir sagen nur nette Sachen zu euch. Hoffentlich. Meistens jedenfalls. Welcher Channel? Ich bin noch in gar... Also ich bin in einem drin, aber ich gehe mal in 1313, okay? Also falls ihr schauen wollt, ob ein Net 5 kommt oder nicht. Du hast ein Minimum von 3 Bits, die man cheeren muss. Scheiße. Ja, ich habe... Das war, glaube ich, standardmäßig eingestellt. Und als ich in den Einstellungen geguckt habe, habe ich gedacht so, okay, kannst du lassen. Sonst, ja, ärgerlich. Aber egal. Ist ja nicht so schlimm. Ich bedanke mich trotzdem, dass du es gemacht hättest. Eine Megan, kam schon Megan. Mahlzeit, Marvis. Hi! Bei Windkürbis gibt's Komplimente genug. Ja, Windkürbis kriegt übelste Komplimente. Ist ja das neue Secret Net 5, das sich jeder bauen sollte. So, ich sehe schon, dass du eine Loot-Nachricht schreibst. Ich weiß schon, was gleich kommen wird. Blitz! So, noch ein Girl. Na, bei ihr würde ich sagen. Also jetzt als Kompliment, deine Haare sehen aus wie Fanta. Keine Ahnung, die Haare haben wirklich ein sehr hässliches Gelb. Und die Peitsche, man kann irgendwas zu der Peitsche sagen, aber ich lasse es lieber. Wenn ihr ein Kompliment habt, könnt ihr es gerne reinschreiben. Jen könnte ein Todprocken, das ist wahr. Geile Peitsche, langes Ding in der Hand. Deine Schwester ist echt geil. Was, meine Schwester? Was hältst du von Crow in der zweiten Erweckung? Sehr gut, sehr gut. Also die rote, achso, er meint, wow. Ich hatte letztens eine Entscheidung zwischen Rank und Ana. War Ana die richtige Entscheidung? Ja, Gewalt würde ich dir ruhen. Speed HP Attack. Du kannst mich gerne auspeitschen, wenn du magst. Deine Haare sind so lang wie mein... Bitte bestraft mich. Oh Gott, ich wusste es. Ich wusste, dass irgendwas mit der Peitsche kommt. Naja. Deine Peitsche tut weh. Du siehst fast so aus wie die Frau, die 5 Jahre von Heaven verfolgt wurde. Ich verfolge keine Frauen. Nee. Nächster Blitz! Sehr gut. Langsam trauen sich die Monster. Nur noch Weibchen. Naja. Also wenn man es sei es als Freundin hat, dann braucht man kein Eis, man kann einfach an ihren Haaren nuckeln. So sieht das aus. Es sieht wirklich aus wie ein Eis, ne? Ähnlich wie bei Tiana, die hat auch so eine Eisfrisur. Ansonsten sieht sie sehr unschuldig aus. Ich meinte vor. Dank für den Follow, Skillerfree. Dein Schild ist thick. Wie kannst du fliegen? Ja, die Monster können alle fliegen, ne? Guckt. Ne, der steht. Manche können fliegen. Die Monster, die keine Beine haben, die fliegen. Oder? Ja, alle Monster, die keine Beine haben, die fliegen. Darf ich unter deine... Oh Gott. Nur in jedem Opening, komm her vor, ich will dich. Also wenn das kein Verfolgen ist. Na okay, das war Verfolgen.
Ich war nur sehnsüchtig, ha? Hatte letztens Diana oder Busa Busa genommen. Ja, beide krass. Heaven, du laberst viel, wenn der Tag lang wird. Soll ich schweigen oder was? Kommt doch was, gibt so viele Mädchen, damit ich dich bestrafen kann, wenn du aus Versehen ein gutes Kompliment machst. Oh nein. Heaven stinkt nicht. Was? Damit hätte ich nie gerechnet. Das war krass. Danke für die Lootsnachrichten. Ausrufezeichen Loots, wenn ihr irgendwas im Stream einblenden lassen wollt. Wieso beziehen sich alle Komplimente auf die Haare? Naja, das ist das Erste, was... Ne, eigentlich ist das Erste das Gesicht, ne? Wir sollen mal auf andere Sachen achten als auf die Haare. Du verhinderst, dass du von anderen kritisch getroffen wirst. Dich in andere verliebt. Was? Momentan ist das nicht vorhanden. So, mal sehen, wer der nächste Blitz wird. Ich hoffe, das ist mal ein Typ, dass wir nicht immer nur Frauen haben. Und irgendwie ist die Blitzrate nicht besser geworden, dadurch, dass wir 10 Unbekannte aufgemacht haben. Leider. Das kommt schon am Ende, kriegst Pontos so wie ich. Ich hoffe es, dass wir vielleicht nochmal einen LED-Blitz bekommen. Das wäre ganz nice. Wir haben ja genug Schriftrollen. Sicher das Gesicht? Natürlich, man sieht die Haare automatisch, wenn man ins Gesicht schaut. Ja, das ist rasch. Vor allem, wenn die Haare im Gesicht sind, hä? Wie soll man dann aufs Gesicht achten, wenn die Haare davor sind? Schwierig, schwierig. So, nächster Blitz. Bitte ein Typ, dass ich das mal sage. Es ist ein Typ. Werde! Ja, die Augen sind eigentlich ganz cool. Ich mag Vampire. Aber dein Outfit sieht echt scheiße aus. Aber wir wollen doch Komplimente machen. Wieso sage ich negative Sachen? Du bist cool. Was habt ihr zu Werde zu sagen? Zeig mir deine Fledermaus. Oh Gott. Ja, ja, natürlich das Gesicht. Ach, das Opening ist bei dir? Nee, nicht bei mir. Ist ein anderer Account. Heaven hofft, dass bald der Typ kommt. Ich mag Anzüge. Werde, my boy. Werde. Er brennt schon förmlich. Stimmt, bitte beiß mich. Oh, das ist auch ein gut. Das passt gut zu ihm. Bist so heiß wie deine Kugel. Bist richtig hot. Deine Frisur bringt mich zum Schmelzen. Ihr habt's echt drauf heute. Not bad. Ist echt nice für Dragons. Das ist wahr. Bitte schlürfe an meinem Blut. Wenn ich dich sehe, fließt mein Blut schon freiwillig aus den Adern. Aber das wäre eklig. So, stell mal vor, ihr seht einen und dann fangt ihr an zu bluten. Das erinnert so ein bisschen an die Animes, beziehungsweise an so edgy Animes. Wenn da irgendwie so ein Mädchen kommt, die gut aussehen soll und dann der Typ, der die so sieht und dann fließt so aus der Nase so Blut. So, wäre lustig, wenn es im echten Leben so wäre. Wenn man dann, oder auch wenn das bei Typen wäre, wenn man dann gut aussieht und einfach so in die Stadt geht und dann wird man so angeschaut und nach läuft den Leuten so Blut aus der Nase. Das wäre ganz lustig. Er brennt schon förmlich. Danke für den Follow. Dreckige Autobahntoilette. Werde würde sagen, willst du ein wenig beißen? Hab neulich aus einer legendären Windkürbis bekommen. Nice. Du warst der Typ, den jeder wollte, bevor du Fusionsmonster... Du warst der Typ, den jeder wollte, bevor du jeden akzeptiert hast. Direkt Nasenbluten, ja. Haha. Wie bei One Piece, Sanji. Ja, genau, sowas. Sowas. Das wäre ganz witzig, ne? Dann kann man immer sehen, wenn einer einen angeschaut hat, dann direkt so... Und danke für die Lootsnachricht. Wann kommt das Video online? Von ein netter Smiley. Wenn ihr mich gerade so unterstützen wollt, einfach Ausrufezeichen Loots in den Chat schreiben und dann eine Nachricht einblenden. Das Video hier kommt in den nächsten Tagen. Ich weiß noch nicht genau wann. Für morgen habe ich schon eins aufgenommen und geschnitten. Übermorgen kommt was anderes. Vielleicht Montag, Dienstag, glaube ich. Dank für den Follow. Price. So, was sagen wir denn zu der? Man sieht ihr schöne Augen, man sieht sie gar nicht. Schöne Augen, ne? Die Haare hängen halt genau davor. Schöne Augen, würde ich sagen. Man kann die auf den Zöpfen, keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber man kann die an den Zöpfen so richtig schleudern oder so daran aufhängen. Also nicht, dass ich das machen würde, aber hätte ich Lust drauf. So ein bisschen. Wann kommt mal wieder HOL? Aktuell habe ich kaum Zeit dafür, leider. Ich logge mich jeden Tag ein, aber nur am Wochenende kann ich mal richtig fahren. Das ist das Traurige. Schicker Drache, ich mag lockere Sachen. Ja, Windkürbis ist richtig OP.
Das lese ich lieber nicht vor. Würde mich. Ach, Hilfe! Nice Nudelnasser. Deine wunderschönen Zöpfe erinnern mich an meinen Pony. Lass mich dich. Ach ja. Was ist los mit meinem Chat heute? So sexistisch. Nein, Quatsch. Also ich habe HOL deinstalliert. Was? Wieso? Das Spiel ist so cool. Ich mag das Spiel total gern. Aber die Zeit fehlt leider. Es sind alles so Spiele, die so mega zeitintensiv sind. Succubus! Ich bekomme kaum die 9999 Nummern weg. Ich krieg die nie weg. Ich habe die immer voll. Das ist traurig. So viele Pinguine. Vielleicht, weil ich denen einen Trump mal gekauft habe. Oh, das wusste ich gar nicht. Muss ich mal schauen. Was würdet ihr zu der Succubus sagen? Nettes Outfit. Die Strumpfhose sieht sogar wirklich ganz cool aus. Muss ich sagen. Die erinnert mich an Mace aus Lucifer. So ein bisschen. Also den Kopf wegdenken, aber so das Outfit würde Mace anziehen. Wie das eskalieren kann, wenn man Komplimente machen soll und da diverse Anmachsprüche über die an, ne? Ich habe nur Komplimente gesagt. Und dann kommt sowas hier. Schaut, lest euch mal den Chat durch. Ich kann das mir gar nicht mehr vorlesen. So schlimm sind die Leute hier. Nee, nee, nee. Du hast mich verzaubert. Da ist wenigstens wieder ein vernünftiger. Cool. Cool. Nur Mace ist viel besser und hübscher. Ja, das ist wahr. Auf jeden Fall. Deine Schwester bei Heavens Glückserlebnis, was? Ich weiß nicht, wen du meinst. Vielleicht Aria. Aria ist schon cool. Das ist die einzige Succubus, die ich wirklich sehr mag. Nach diesem Video glaube ich nicht, dass Heaven seine Freundin durch Komplimente bekommen hat. Das ist ja nicht ernst gemeint, was ich hier sage. Lucifer hat Summon of War imitiert. Nee, Verführung pur. Danke für die Unterstützer-Loots-Nachricht. Die kommt immer, wenn... Ich weiß nicht genau. Irgendwie, wenn... Ich glaube, wenn irgendwer nix in die Nachricht reinschreibt. Also, keine Ahnung. Also, gerne gratis Nachrichten, Ausrufezeichen Loots. Könnt ihr gerne auch einen Witz reinschreiben oder ein Kompliment. So, schicke Bomben, würde ich sagen. Bei der Frisur hätte ich mir direkt eine Glatze schneiden lassen und die Hörner sind cool. Das ist Malaka. Was würdet ihr zu Malaka sagen? Und Back-to-Back Lightning. Oh no, und Werde? Na, dazu sagen wir nichts mehr. Werde kommt halt zweimal. Du bist eine Bombe. Gut, das passt zu Malaka. Ja, kannst du mal bitte antworten, ist das Ironie mit dem Windkürbis? Ist der wirklich so gut? Nein, das ist Ironie, ne? Also der ist nicht so gut, also... Ich will den Witz jetzt nicht verderben, aber bevor den ein Anfänger baut, der Windkürbis ist leider nicht so gut. Das ist nur ein Spaß. Malakas Bombe. Ey, die Frisur war wieder eine Beleidigung. Nein, das war nett. Schieß mal aus! Naja, es war nicht nett. Doch, es war ein netter Ratschlag. Ich glaube, ohne Haare würde er besser aussehen. Ja. Willst du jetzt die CDU vernichten? Nein. Haben die schon selbst geschafft. Da muss ich nichts machen. Oh Mann, Markus. Ja, schlimm heute, ne? Street Fighter. Bombastische Friese. Hi, Melo. Da haben eben schon Leute über meine Schwester gesprochen. Die meinten zwar nicht dich, sondern... Die meinten eher so Schwester von Monstern in SW, aber... Ich hab gedacht, die meinten kurz dich. Nächstes Monster. Oh! Damn! So, wen nehmen wir denn? Sorry, war kurz weg. Halloween-Kürbis jetzt gut oder nicht? Nee, nicht so gut. Bombenstimmung hier. Yay! Wen willst du? Wen willst du, Kukai? Grats, 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 Grats. Habe ich einen Grats-Sound? Nee, ich habe keinen Grats-Sound. Ich mache einfach mal, Ayaya. Grats. Und, So. Ich muss erst zum Stream erscheinen, dann kommt das Net 5. Ja, du hast echt Glück gehabt, ne? Also, du hast ja echt Glück gebracht. Entscheide du. Ich soll entscheiden. Ich würde... Wen würdet ihr nehmen? Wen würdet ihr nehmen, wenn ihr die Wahl hättet? Ich denke, der ist so mega cool, ne? Also, der ist auch cool, aber der ist schon mega cool. Das sind die besten Argumente. Also, Kuma ist cool, aber Imperator ist schon cool. Cooler. Ich würde Odin nehmen, ne? Ja, Odin. Odin ist spannender. Ich wurde von Heaven gegrüßt, Fang. Ja, ich würde den nehmen. Odin. Fast jeder schreibt Odin, ne? Ja, Odin!
Odin. Ist Odin gut? Ich würde ihn, glaube ich, nehmen. Ja, Odin ist richtig gut. Also, der ist schon sick. Odin hat Muskeln. Ja, das ist wahr. Das war Odin ist cool. Und der Stab, der blitzt von dem. Kann nicht jeder Junge von sich behaupten, dass sein Stab auch mal blitzt. So, nehmen wir Odin. Glückwunsch. Odin ist so gut. Ich würde beides nehmen. Ich würde auch beides nehmen, wenn ich beide nicht hätte und es gehen würde. Bei Odin kann man als Kompliment sagen, sehr gut definiertes Sixpack. Ja, das kann man sagen. Definitiv. Und Kuma ist nur fett. Ah, armer Kuma. Nice, 105. Bei Odin kann man auch gute Komplimente machen. Ja, kann man wirklich. Interessant oder coole Frisur oder so, keine Ahnung. Und wir sollen. Wer ist das? Ich habe noch gar nichts gesagt, oder? Habe ich was Schlimmes gesagt? Habe ich was Schlimmes gesagt? Nee, oder? Ich habe nichts Schlimmes gesagt, oder? Kuma ist ein Biest. Ja, Kuma ist ein Biest, das ist wahr. Also Glückwunsch auf jeden Fall zum ersten Net 5. Hast du dir verdient. Wenn du eine Windrolle hast, ist das Blessing dann zweimal Wind? Ja, genau. Ja, müsste. Ja, genau. Ist dann zweimal Wind. Also wenn du irgendeinen Wunschmonster hast, können wir auch gern jetzt noch direkt die Elementschriftrollen vorher machen, wenn du Lust hast. Dann warte ich mal ganz kurz. Und ich packe einfach mal die Monster in der Zwischenzeit ins Lager. Also kannst du entscheiden, wenn du gern irgendwie Wasser, Feuer oder Wind hast, dann machen wir die Schriftrollen jetzt als nächstes auf. Musst du entscheiden. Also da kann man mit den Elementrollen gut die Auswahl ein bisschen begrenzen. Ob dann mit 5 kommt, ist natürlich dann die Frage, aber man kann wenigstens das Element eingrenzen. So natürlich auch bei den Net 4 Blitzen. Segen, nicht Blitzen, bei den Net 4 Segen. Da kann man auch sehr gut dann, wenn man keine Ahnung, Lucian und Chazun braucht, kann man als erstes so Windrollen aufmachen. Hat man halt eine geringere Chance, dass dann wenigstens das kommt. Hab noch meinen Event-Segen. Ich hab keinen Segen mehr, leider. Wir haben den beim letzten Mal rausgeholt. Lass mich deinen Blitze spüren. Nee, passt schon. Du meintest, dass nicht jeder... Achso. Dieser Moment, wenn man Orion will und dann Feuer und Wind direkt hintereinander zieht. Ja, siehst du, hättest du dann ein Wasserelement aufgemacht, dann wird's passen. Bekomme ich meine Nekos, auch wenn ich nicht mehr zuschaue? Von dem Bett. Ich glaube, man muss drin sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Könnte sein. Aber ich glaube, du musst da sein. Also wenn du da bist, kriegst du auf jeden Fall auch so gratis Nekus. Danke für den Follow, Gamak No Game. Vielleicht kennt das ja, oder vielleicht weiß das ja einer. Ob die dann noch dazu gerechnet werden oder nicht. Also wenn man aus dem Stream... Wieso findest du meinen Stream Plus, ne? Ha? Nein, Quatsch. Falls nicht, RIP 25 Nekos. Was wäre ein gutes Net 5? Für mich wäre es eine Wassermelone, die mit ihren Kernen angreift und keine Ahnung was macht. Damit aber eine Melone wäre so geil. Ja, Melo, für dich eine Melone, das wäre schon ein Traum. Passt zu dir. Haben wir eine Schwester, wie alt? Wie heißt die Handynummer und so weiter? Sowas geht natürlich nicht raus. Ich schütze meine Schwester. Vor allem vor so bösen Leuten wie dir, Midnight Dante. Meinung zum Bingo-Event, was bald kommt. Und Meinung zu den Leuten, die Zedatu haben und abgehoben sind. Ja, wir haben ja letztens über Zedatu gesprochen, dass das so der Lambo unter den SW-Monstern ist. Wir lesen uns das Event, nachdem wir über sie gesprochen haben, durch. Die Dryade ist einfach... Süß, Blumenmädchen, ne? Mit einer Biene drauf. Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ist halt immer so, naja, die Biene bepflanzt. Also, wenn wir jetzt mal rein biologisch sehen, ne? Bienen und Blumen. Und sie ist quasi die Blume. Also, ist die Biene ihr Partner? Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber ja, so könnte man das Ganze mal sehen, oder? Die Biene ist ein bisschen klein für sie. Okay, schauen wir uns das neue Event mal kurz an. Danke für die Loots-Nachricht. RIP an die Melone. Heaven, gib mir Motivation zum Lernen. Hab nächste Woche noch eine Bio-Klausur und Französisch-Klausur. Du schaffst das. Also, wenn du jetzt
daran arbeitest, dann kriegst du eine ganz gute Note und danach kannst du entspannen und dann freust du dich. Dank für ein Follow, Lenia42. Du schaffst das. Du schaffst das. Oh Gott, jetzt muss ich an eine Videoserie denken. Ich bin eine Biene, was? Das kenne ich nicht. So, Hinweis zum Bingo-Event und da kam eine Loot-Nachricht, die lese ich ganz kurz noch vor. Just got Blavatsky live zum zweiten Mal. Nice! Glückwunsch. Ach, zum zweiten Mal. Oh, das ist dann RIP, aber du kannst ja umtauschen gegen anderes in der Fall. Markus, deine Freundin ist gemein zu mir. Ja, die ist immer nett. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, Bingo-Event. Wir haben wieder ein Bingo-Event. Erfülle Mission und Bingo und erhalte Bingos, glänzende Bingo-Münzen oder Bingo-Münze zu erhalten. Mal sehen, was wir hier kriegen. Bingo gleich 10 Bingo-Münzen, 2 Bingos gleich nochmal 10 Bingo-Münzen, 3 Bingos gleich 10 glänzende Bingo-Münzen. Du kannst bis zu 6 Bingos pro Tag erreichen. Diagonale Bingos zählen nicht. Wieso nicht? Tausche die Bingo-Münzen gegen Shops ein, gegen Items aus dem Shop ein. 25 Beschwörungssteine, glänzende. Eine müßliche, auch glänzende. 100 Kristalle, auch glänzende. Aufarbeitungsstein, auch glänzende. LD, auch glänzende. Und dann die normalen Sachen für normale Bingo-Münzen. Ich bin eine Biene, ich will dich bestäuben. Bestäben, hat er geschrieben. Bestäben. So. Es ging eher, ich bin eine Biene, was machst du da? Ich bestäube dich. Oh Gott, was? Ja, ist ganz okay. Ist jetzt nicht so das krasseste Event, aber auch kein schlechtes. Ich find's in Ordnung. Es ist jetzt nicht so was Besonderes, keine Ahnung. Hättest du eigentlich mal Lust auf einen Multistream, also mit einem anderen Streamer zusammen? Das habe ich ja mit wie mir der Name nicht einfällt. Oh Gott. Mit Darky habe ich das ja schon mal gemacht, auch bei dem Turnier damals. Aber seitdem, ich weiß nicht, ich habe ja nur Samstagszeit. Ich weiß nicht, ob er da Samstagszeit. Ich habe aktuell auch kaum mit ihm zu tun, weil ich ja sehr, sehr selten in SW online kommen kann, leider. Deswegen, ja. Jetzt wirst du sehr lieb gehabt. Habe in 3 Wochen 400 Fives gezogen. Nice. Nice. Das ist cool. Das ist cool. So, mal sehen, wer der nächste Blitz wird. Vielleicht mal wieder ein Typ. Das ist schwierig. Bei den Frauen kann man halt keinen. Muss ich aufpassen, was ich für Komplimente mache. Ja, aber Ma bekommt 11 MS, jeweils ein Elemental und 250 Stones. Ja, das geht auf jeden Fall. Und die LD kriegt man ja, ne? Denkst du, dass es gut ist, Pisama in Dragon's B10 zu benutzen? Nee, eher nicht so. Also könnte man, aber eher nicht so. Oh! Wow, was? Grad 245 Zuschauer haben mindestens 855 zu wenig. Warum genau 1000? Damn! Nice! So, nächstes Net 5. Das sind richtig krasse Net 5s, die wir hier ziehen, ne? Und Okeanos. Damn! Grads! So, da ist mein Grads-Emote! Glückwunsch zu dem neuen Pra hat eine schöne Oberweite. Das hat meine Freundin gesagt. Und danke für die Loot-Nachricht. Mal sehen, was da steht. Creed Aventus, fehlender Umgang mit Geld, den man riechen kann. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Nimm Praha Hashtag Melon, wenn meine Schwester schon sagt Hashtag Melon. Ja, ich frage ihn erstmal, wen soll ich nehmen? Und ich frage euch, was würdet ihr nehmen? Hab schon Chibo, glaub Praha wäre klüger, aber der Chat ist dran. Chat, was würdet ihr sagen? Wen würdet ihr nehmen? Ich finde, wie gesagt, öffne 10 Unbekannte bessere Rate. Bei den Orakeln darf man die Brüste erwähnen. Achso. Ja, wenn das die Frauen hier im Chat sagen, dann darf man das sagen. Praha, Praha. Ich denke, Praha würde ihm weiterhelfen, auch wenn Okeanos cool ist. Ja, das ist wahr. Also ich finde Okeanos stärker. Melonen. Was ist los? Die Mädchen reden über die Melonen von den anderen Mädchen? Okay. Ich würde, denke ich, also für mich würde ich Okeanos nehmen, wenn ich beide nicht hätte, aber Fra ist, denke ich, besser für ihn, weil er noch nicht so viel in den Fives hat. Und ich denke, Fra ist schon ganz cool. Ich warte nochmal auf ihn. Was würdest du nehmen? Würdest du Fra nehmen? Also, ich lasse ihn mal entscheiden. Ist ja sein Account.
Deswegen, ja. Also wenn es mein Account wäre und ich beide nicht hätte, würde ich Okeanos nehmen. Wenn ich Okeanos hätte, würde ich Praha nehmen. Ah. Praha, weil ich Okeanos schon habe, denke ich Okeanos. Praha bläst ganz dolle in ihre Pfeife. Ne, die bläst gar nicht rein, die hält die nur in der Hand, ne? Ja, an alle Mädels seid doch mal ehrlich, ihr hättet auch gern so einen Körper wie die Orakel. Waifu. Okay, also dann nehmen wir Praha. Ja, Deal. Wenn Deal, dann macht ein Plus rein. Ich denke aber schon, ne? Dann nehmen wir Praha. Ja, die ist schon cool, auf jeden Fall. Die Orakel sind eigentlich alle ganz cool. Mir fehlt ja nur noch Praha, dann habe ich Triple Orakel. Also ich habe schon genug Orakel, aber dann hätte ich mal drei Arten. Plus, minus, plus, minus. Ein paar wollen Okeanos haben, weil ich denke, für ihn ist eine Praha am besten. Deswegen nehmen wir jetzt mal die Praha. Was redest du da? Wir gehen nur über Praha. Und wie lecker Melonen sind. Ja, Melonen sind schon gut. So! Damn! Sehr gut! Sehr gut, eine Praha. Schon das zweite Net 5. Das heißt, diejenigen, die auf 1 oder 0 gesetzt haben, haben leider verloren bei dem Contest. Mal sehen, ob wir jetzt noch ein drittes bekommen. Oder ob es bei 2 bleibt. So, nächster Blitz. Da haben wir einen Sniper MK1. Hast du einen BK-Team oder eine Dev mit Okeanos? Nee, aktuell nicht. Aber es gibt da schon interessante. Muss ich mal raussuchen. Cowboy. Fake Cowboy. Nein, das ist ein cooler. Ich finde ihn eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und das Gewehr sieht schick aus, sagen wir es mal so. Hast du eigentlich einen Waifu, egal ob SW, Anime etc.? Ich habe einen Waifu im Real Life. In Spielen denke ich nicht. Also, wenn man es auf SW beziehen würde, wahrscheinlich Ciara am ehesten. Ja. Vor allem, weil ich so viele davon habe. Ich kann nie genug von ihr kriegen, deswegen habe ich mehrere. Das spricht jetzt nicht für meinen Charakter, wenn es jetzt ernst gemeint wäre. Aber ja. Da ist ein Chilling. Das ist wirklich mal ein guter Kürbis im Gegensatz zu den Windkürbis. Der ist schön. Nice Musik. Ja, ich mag das Lied auch total gern. Ich habe die Playlist läuft noch ein bisschen. Oh shit, das ist das letzte. Ich muss leider beenden. Wir fangen nur noch von vorne an mit der Playlist. So. Heaven und sein Harem. Wind ist Gott. Laura war deine Schwester. Stimmt, Laura war früher meine Schwester. Ja, aber nicht meine Waifu, ne? Schwester und Waifu sind ja zwei andere Sachen. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien, würde ich sagen. Ha, mein Vater kam gerade rein und hat sich gewundert, was für ein komischer Dude du bist. Oh Gott, was? Ja, heute sind riskante Themen. Gefährliche Themen. Halloween ist noch weit weg. Weit her. Geh weg. Armer Kürbis. Ich mag Halloween irgendwie. Keine Ahnung. Finde ich irgendwie schön. Du bist chillig. Ja, Meinung zu Shigi. Sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr, sehr stark. Kann man sehr gut in der Cleave benutzen. Markus auf Drogen. Nein. Neun Mädchen. Ich habe heute Dion Hong gezogen. Grats. Cool. Assassinen sind schick. Ich mag die. Also, ja. Kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Also die Skill, also das ist das schlechteste Element. Liegt halt wahrscheinlich an der Haarfarbe. Ansonsten sind die Assassinen ja ganz cool. Ja. Also an dieser Stelle bitte heute nicht alles zu ernst nehmen. Wir machen heute ein bisschen Spaß. Lara Croft, ja so ein bisschen, ne? Ich finde Lara noch hübscher. Lara ist schon ganz cool, muss ich sagen. Aber naja, schön, dass ich in meiner SW-Karriere kein LDNet5 bekommen habe, aber sobald ich meinen Account abgebe, zieht der Typ einfach eine Laura. Oh, das ist mies. Beschwörst du für dich? Nee, das ist nicht mein Account. Als ob ich so wenig Mana hätte. Darauf müsstet ihr halt direkt, das fällt halt sofort auf. Ich mit meinen, keine Ahnung, 90 Millionen Mana oder so. Nee, das ist nicht mein Account. Aber es macht trotzdem Spaß, auch für andere zu beschwören. Ich weiß, du Döner. Ich kenne den Unterschied zwischen Waifu und Schwester. Deine Freundin ist deine Waifu, aber ich liebe sie viel mehr. Laura ist deine Schwester und ich gehöre irgendwo dazu. Du bist... Ja, besonders, sagen wir es so.
sehr besonders. Die schleichen Schimmer, was? Die schleichen sich immer von hinten. Und Kristalle, ja stimmt, Kristalle auch. Das passt. Und hier ist jetzt die andere Assassine, die jetzt mit dem blauen Haar. Die ist richtig gut, die mag ich. Ja, ist schwierig. Ich denke, bei Frauen kann man keine witzigen Komplimente machen hier in diesem Spiel. Die sehen einfach zu normal aus, meine ich. Bei den Typen könnte man lustige Sachen sagen. Vielleicht finden wir ja gleich noch irgendeinen lustigen Typen. Und euch fällt was Cooles ein. Ah, ich denke, die Blitzrate ist ein bisschen besser geworden, wenigstens. Jedenfalls die Net 5-Rate ist krass, ne? Transmog Bay. Beschwörst du für mich an meinem Geburtstag? Hab Ende September Geburtstag. Könnte ich gern machen. Ich kann aber nur samstags im Stream beschwören. Oder Samstag und sonntags einfach mal so aufnehmen. Wie würdest du Juno ruhen? Qual Rache. Oder Qual Nemesis oder Qual Destroy. Speed, Crit Rate HP oder Speed HP HP. Das wären meine Vorschläge. Danke für den Follow. I am playing LOL. Metal kreativ zu gestalten ist ja auch gewagt. Siehst du, die Blitzrate hat sich verbessert seit dem 10 Unbekannten. Ja, ein bisschen, ne? Assassinen, die legen immer eine Mine mit einer schönen Friese. Bitte lass mich deine... Ja? Ab da hörte die Nachricht auf. Wie viele Net 5 sind schon und welche? Odin ist schon gekommen. Das war Nummer 1 und Nummer 2 war Praha. Und wir hatten die Wahl zwischen Kuma und Odin und Praha und Okeanos. Also alles eigentlich gut bisher. Wir haben echt Glück hier. Findest du, dass Perna normal aussieht? Ja. Wie ein brennender Vogel halt. Sieht ganz gut aus. Hohe Elementar ist Dark is Trash. Oh ne, der ist gut. Hohe Elementar. Niedriger Elementar ist gut, ne? Kamulas ist gut, hoher Elementar ist nicht so cool. Leider. Danke für die Loots-Nachricht. Schon wieder eine Support-Nachricht. Wo soll ich dir schreiben wegen der Besprechung? In Lime. Ich heiße da Aloch X. So. Und dann schreibst du einfach mit Hashtag Beschwörung. Wie viel Speed sollte Tiana haben? So schnell wie möglich. Wann genau streamst du eigentlich in der Woche? Gar nicht. Ich habe keine Zeit in der Woche, weil ich immer so spät nach Hause komme von der Arbeit. Früher habe ich immer Dienstag und Donnerstag gestreamt. Aber das geht jetzt leider nicht mehr. Deswegen nur noch samstags. Schade eigentlich. An alle, die wollen, dass Markus wie sie beschwört. Ich will, dass Genia für mich beschwört. Weil du ja arbeiten bist. Montag bis Freitag hast du auch eigentlich... Freitags früher frei? Nö, ich habe freitags nicht früher frei. Ich komme freitags genauso spät nach Hause wie montags. Ich bin quasi immer um 19 Uhr zu Hause ungefähr. Ja, also freitags genauso wie montags oder an einem anderen Tag. Wie findest du Jubel? Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Der wurde halt damals, als BK released wurde, wurde er richtig beliebt. Jetzt ist er wieder so ein bisschen untergegangen. Man sieht ihn aber trotzdem noch vereinzelt in den BK-Devs. Zwei... Drittel durch. Findest du, dass Perna normal aussieht? Heaven, ja, wäre ein brennender Vogel. Brennende Vögel sind eins so normal. Klar, also wenn man im Fantasy-Bereich schaut, so Phönix und so, ist doch voll normal, dass so ein Vogel brennt. Garni, wie ruhnst du ihn? Gewalt, Beta PHP. Wann fängt deine Arbeit bitte am Tag an? Also ich stehe um 5:30 auf. Und ich bin meistens um 7:45 da. Normalerweise würde ich so um 8:30 beginnen. Aber ja, ich bin meistens immer so ein bisschen eher da. Kriege ich Überstunden. Ich habe schon so viele Überstunden. Ich glaube, ich kriege 2 oder 3 extra Tage Urlaub schon. Jetzt endlich werde. Welche Infos brauchst du in der Nachricht bezüglich Beschwörung? Wann ich bei dir beschwören soll, auf welchem Server du bist, welche Wünsche du hast, wie viele Schriftrollen du hast, wen du grüßen willst, ob du irgendeine andere Frage hast, sowas zum Beispiel. Was denken deine Kollegen eigentlich mittlerweile von dir? Kennen sie schon deine Streams? Ja, sie wissen, dass ich YouTube mache und dass ich streame. Die finden das eigentlich ganz cool. Also, ich habe da nichts Negatives gehört oder so. Die fanden das eigentlich alles spannend, haben dann auch gefragt, was ich da so mache, wie das genau geht und so. Also, eigentlich alle sehr positiv. Von einer Skala 1 bis 10, wie viel magst du Fairy Tail? Früher sehr, sehr, sehr gerne, seitdem habe ich keine Zeit mehr, aber ich würde schon sagen, es war schon so 8. 8 war richtig gut.
Wie viele Nat 5s gab es? 2! Und die Zugangsdaten halt... Ja, die können auch später kommen. Die müssen nicht in der ersten Nachricht kommen. Da können wir uns auch Zeit lassen, dass wir die dann erst schicken, wenn ich dann, keine Ahnung, 2 Tage vorher oder so. Hab gehört, an den Extratagen kommen dann 48-Stunden-Schemen. Ja, ja, nee. Und Account-Daten. Ja, Account-Daten kommen immer später in der Nachricht. Manche schreiben die beim ersten Mal, aber es reicht auch, wenn die dann einen Tag vorher kommen oder so. Muss halt nicht. Manche ändern ja das Passwort extra dafür. Muss aber nicht dann sofort kommen. Blitz! Noch ein Bomber! Also ich habe die... Was? Also haben die deine Streams noch nicht gesehen? Oh! Na, ich glaube, wenn die den Tag mit mir zusammen sind, dann kennen die schon so ein bisschen meinen Humor. Wobei, das ist doch kein Humor, das ist ja alles ernst gemeint, was ich hier sage, ne? So, eine Triana! Die ist cool. Darf ich mal an deine Harfe zupfen, würde ich ihr sagen. Nee, Quatsch, also ein ernst gemeinter Anmachspruch wäre jetzt nicht, darf ich an deine Harfe zupfen, das wäre ein schlechter Anmachspruch. Aber ja, was würdet ihr zu einer Triana sagen, wenn ihr sie von euch überzeugen wollen würdet? Jetzt mal ernst gemeint. Hab mit Fairy Tail vor kurzem angefangen, ist es normal, dass ich die erste Staffel okay finde? Ja, klar. Warum nicht? Servus, hi, Real Arta. Net 5 schon bekommen? 2 Stück sogar schon. Krass, ne? Ich find's krass. Sing mir ein Schlaflied. aber dann schläfst du ein und sie geht weg. Spiel mir ein Lied der Liebe. Ja, ich glaube, wenn man sie sehen würde und wirklich ernst gemeint... Danke für den Follow, Real Arta. Wenn man ernst gemeint wirklich mit ihr ins Gespräch kommen würde, dann würde ich auch irgendwas zur Harfe sagen. Okay, keine Ahnung, was magst du für Musik oder zeig mir mal was. Vielen Dank für den 1 Euro, ein Klang, lol. Und wer ist dein Lieblings-Char in Fairy Tail? Ich mag sehr viele. Ich finde Happy halt mega cool. Nuts ist auch extrem nice. Und dann mochte ich immer Grey und Erza. Ich glaube, Erza ist mein Lieblingscharakter. Aber ich mag auch... vielen Dank für den Sub, Tobi M. Markus ist... Senpai und Skenia, seine Waifu, leider nicht meine. Können wir sie uns teilen, nie im Leben. Da kannst du noch lange warten. Ich finde noch, wie heißt sie? Die Blauhaarige, die finde ich auch ganz süß. Diese kleinere. Sie hat mich immer an so eine Schwester erinnert. An meine Schwester. Genauso daran hat sie sich erinnert. Nice Boobs, lass mal schlafen. Oh Gott. Ja, ich glaube, mit dem Spruch kriegt man jede rum. Wenn man eine hübsch findet, die jetzt Single ist, nice poops, lass mal schlafen. Und dann klappt das sofort. Heaven, wenn ich mich recht entsinne, hast du doch Deutsch studiert. Genau. Es ist alles ernst gemeint, was ich sage. Es geht um Anmachsprüche, Melonen, alles, aber nichts Ernstes. Spiel mir das Lied vom Tod, oh Gott. Spiel mir das Lied, nee, das kann ich nicht vorlesen. Spiel mir ein Lied, das genauso schön ist wie du. Happy, so cute, ja. Juvia. Nee, nicht Juvia. Nicht Juvia. Wendy, genau, Wendy. Wendy, ja, die ist ganz cute, fand ich. Ups. Wir wollen ja. Ups, achso, wir müssen ins Lager. Wendy, die ist mega. Ich meine, ich mochte die immer sehr. Und die Katze von ihr ist auch ganz witzig, aber ich mag Happy mehr. Happy ist halt cute. Sehr cute. Deswegen an dieser Stelle ein Ei. Ja, der süße Happy. Ab ins Lager mit euch. Gott sei Dank haben wir hier sehr viel Platz. Anders als bei mir. Wobei, bei mir ist jetzt auch so ein bisschen mehr Platz, seitdem es dieses Regenbogenmond-Lager gibt. Das ist sehr schön. So. Wir müssen mal wieder einen Typ ziehen, dem wir Komplimente machen können. Das wäre schön. So, den lassen wir mal draußen. Wir wollen ja zum Schluss zählen, wie viele Blitze wir hatten. Aber die Fakes können wir noch reinpacken. Hier oben haben wir noch einen. Also an alle, die es verpasst haben, hier sind die 205s. Wie hast du so schnell geschafft? Ach, Jojo, wie kannst du es wagen? Wenn ihr gerade es unterstützen wollt, einfach Ausrufezeichen Loots in den Chat schreiben. Kostet nichts. Ihr unterstützt mich und ihr könnt irgendwas Witziges in den Chat schreiben. Ist halt eine coole Möglichkeit. Ich habe eine Flöte, willst du da spielen? Oh Gott. Was kann man mit 224 Nikos machen? Einiges. Muss mal unten in den Panels schauen. Unter dem Stream. So, bin mal grillen, essen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, Street Fighter, und guten Appetit. Finde es bei Happy blöd, dass er nichts über... Ich
weiß nicht, ob es irgendwie, keine Ahnung, Spoiler ist oder so. Arbeitest du im Marketing? Ich weiß noch nicht, was ich werde. Muss erstmal studieren. Ha, ja genau, Marketing bin ich. Marketing macht sehr viel Spaß. Ist genau das Richtige, denke ich. Ist halt irgendwie cool. Also, wenn die Arbeit Spaß macht, ist das schon extrem nice. Dann geht der Tag auch schneller rum und dann ist das halt nicht so eine Qual, vor allem wenn es so lange ist. Ausrufezeichen Lutz, ja, mit S am Ende und Ausrufezeichen und die Nachricht zusammengeschrieben. Fehlt noch ein S am Ende. One Piece wird nächsten Monat mega. Ich habe gelesen, dass One Piece bald sein Ende finden sollte. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geschaut, also von daher kann ich nichts dazu sagen, aber ich bin sehr gespannt. Müsste eigentlich lernen, aber wenn ich Geo verhaue, kann ich Heaven dafür hassen. Hey, Melo, Schwesterlein, lern lieber, ja? Aber ich freue mich, dass du hier bist. Hat wer einen Wassergreif oder Windwarbär? Wenn einer einen Windwarbär oder Wassergreif hat, schreibt ihm mal. Huhu, hi Blatz da, na, bist du auch noch da? Freut mich sehr. Nein, es wird noch einige Jahre dauern, bis es endet, One Piece. Wirklich? Aber da habe ich irgendwas gelesen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich habe es mir nicht genau durchgelesen, aber ich habe die Überschrift gesehen. Irgendwie, dass der Autor so geschrieben, oder dass der Autor bald sein Ende findet von dem Berg. Keine Ahnung. Nö, Stream ist wichtiger. Psst, suche Wasserbär, man. Ich überlege mir noch, wen ich als zweite Erweckung als Next bauen soll. Muss ich mir überlegen. Ja, es wurde eine Aussage falsch gedeutet vom Autor. Ah, okay. Bevor wir die LDs aufmachen, wie wär's mit einem Überblick? Ja, machen wir. Naja, Oda hat immer noch Spaß daran, One Piece zu schreiben. Finde ich gut. Na, der Manga ist fast fertig, aber der Anime allerdings wird noch dauern. Ich kenne mich damit zu wenig aus. Da ist Lapis! Was würdet ihr zu Lapis sagen? Mach Shen. Ja, Shen könnte ich machen, die ist ja schon fertig. Was würdet ihr zu Lapis sagen? Sie war früher schlecht und jetzt ist sie halt richtig gut geworden. Da sieht man, dass man sich immer noch weiterentwickeln kann. Eben festgestellt, dass Harry Potter verfügbar ist. Dachte, ich lade es mir auch runter. Mein Name ist bereits ergeben. Was vergeben, wenn ich den erwische? Oh, warte, ist das neue Harry Potter online? Wirklich? Sie haut einen um. Lass mal deine Haare wachsen. Ja, die müssen ein bisschen länger sein. Also nichts gegen Frauen mit kurzen Haaren. Ich mag längere lieber. Aber jedem das seine. Steck dein Schwert in mich rein, was? Du willst sterben? Ist das neue Harry Potter schon live? Bei mir irgendwie nicht. Komisch, komisch, komisch. Du wirst immer besser. Lapis zieht LKWs bei DSF. Lapis ist OP. Ist mein erstes Sixter Lapis. Ja, ich finde Lapis ist richtig gut geworden. Bereue ich keine Sekunde, dass ich sie zum Sixter gemacht habe. Jo, seit einer Stunde im App Store und breitet sich mehr im Play Store. Wieso finde ich dieses coole Spiel nicht? Also es kommt ein neues Spiel raus, das ich unbedingt runterladen wollte, aber es gab es bisher noch nicht in Deutschland. Deswegen bin ich gerade überrascht, dass er geschrieben hat, dass es das schon in Deutschland gibt. Deswegen suche ich gerade auf meinem Handy. Aber ich finde es irgendwie nicht. Warum auch immer. Es ist da, es ist da. Oha, okay. Cool, 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 cool. Also es gibt ein neues Harry Potter Spiel, das ich testen werde. Das soll ganz cool sein, aber ich bin sehr gespannt. Es ist da, cool. Lapis muss OP werden. Operieren, oh. Ist Ariel oder Artamiel besser? Artamiel ist natürlich besser, aber ja, logisch. Aber Ariel ist trotzdem gut. Hallo, bisschen spät. Was wurde denn schon gezogen? Viele Net 4s und 2 Net 5s. Das war krass. Was ist Harry Potter's Unite oder so? Ist quasi so ein bisschen wie Pokémon Go, aber genaueres weiß ich selbst noch nicht, aber werde ich morgen ein Video aufnehmen. Na, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird. Aber freue mich, dass es jetzt im deutschen App Store da ist. Es ist halt jetzt ganz neu. Also ich habe genug Energie in mir, saug dran und du wirst schneller kommen. Schwesterlein, was schreibst du denn hier? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Okay, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Wir atmen durch. Danke für den Follow, Grobmotoriker 13. Ein Glück ignorierst du das. Jetzt habe ich es nicht mehr ignoriert. Jetzt. So, wir machen mal kurz eine Pause und schauen uns an, was wir in der Zwischenzeit alles bekommen haben. War schon ein Windkürbis am Start? Ne, leider nicht, ne? Konnten wir gar keinen Witz drüber machen. Ach, das wollte ich auch mal probieren. Ah, ich bin so gespannt, wenn das kommt. Welches Spiel findest du besser, SW oder ein Spiel, was du in deinem letzten Video angetestet hast? Das was im letzten Spiel, das ist halt schon richtig cool, muss ich sagen. Aber, im letzten Video. Aber SW spiele ich halt schon so lange und deswegen habe ich hier halt sehr viel, das schon passiert ist. Warum habe ich keine Meldung bekommen? Böses, böses, böses Twitch. So, was haben wir gezogen mittlerweile? Wir haben ja noch ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir noch einen LD-Net 5. Wir haben bisher zwei Net 5s gezogen. Einmal den Imperator der Blitzer und einmal Orakel. Und bisher haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier die. 7, 8, 9, 10, 11 und 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Richtig wenig. 20 Stück bisher nur. Obwohl ich 40 geraten habe. 20 Forsters, das ist echt wenig. Ja. Mies, mies. Ich habe Bock auf Erdbeeren. Erdbeeren mag ich auch total gern. Also bisher relativ wenig, aber wir kriegen ja hier noch 8 dazu, garantierte. Hast du schon bei Epic 7 deinen Namen geändert? Nee, ich glaube noch nicht. Also Melo, das geht ja gar nicht. Ab wie viel Schriftform machst du ein Opening im Stream? So ab 40 und für ein Video, ich denke ab 60. Damit, ja. Ja, ich denke so ungefähr. 40 aber im Stream normalerweise. Das ist, weil ich den exakten einen Monat zu meinem Geburtstag nicht gewartet habe. Ah. Ich habe vom Store, dass das Spiel nicht da ist. Nicht Twitch. Ich gehe gleich. Nein, Melo, du bist cool. Bleib hier. Musst du genau eingeben in die Suche, also genau den Wortlaut. Wenn man nur Harry Potter eingibt oder so, kommt das Spiel nicht. So, wollt ihr jetzt die LDs haben? Wenn ja, macht einen Plus rein. Und schickt ein Herz, ja, schickt ein Herz. Dann spare ich noch ein bisschen. Gut. Gut, wir haben eh nächste Woche schon. Morgen muss ich für zwei beschwören. Dann nächste Woche haben wir auch schon wieder zwei. Ja, wenn ihr ein Minus macht, dann gibt's keine LDs. Nein, Quatsch. Nee, jetzt liegt meine Laune im Keller. Nein. Herz, Herz, Herz. Okay, machen wir mal die LDs. Mal sehen, ob wir einen Blitz bekommen. Ich würde es feiern. 20 und ich habe 33 geschätzt. Das musste jetzt 5 LD Lightnings. Ja, klar. So. Für wen beschwöre ich? Für ihn. Für Kukai Plays. Ladet euch Spiel runter und nehmt Kevin den Namen weg. Ey, nee! Wehe! Mein Name ist eh schon weg, ich weiß es. Wahrscheinlich, wenn ich das teste, ist X7 weg. X7 Live ist weg. Was habe ich noch? X7 YouTube ist weg. Und Hunter Heaven ist auch weg. Da werden meine ganzen Namen geklaut. Ah, wehe, du ziehst Laura oder Nikki. Ich will auch ein Herz. Melo, hier kriegst du ein Herz. Schickt meiner Schwester mal alle ein Herz. So, wir machen jetzt die LDs auf. Du brauchst mega lang, um zu beschwören. Kannst du nicht Chat vorlesen und gleichzeitig auf Beschwören klicken? Wir wollen das Ganze ja genießen. In Videos geht das Ganze ja schnell, aber hier wollen wir genießen. Wir haben ja Zeit. Also, ich hab Zeit. Verrat doch nicht all deinen Namen. Seven Magic. Ja, als ob die meinen Namen nicht kennen. Sag doch nicht noch den Namen. Ehrenlos, wer den Namen klaut. Oh, die werden eh geklaut. Nee, ich habe schon einen viel cooleren Namen überlegt, hä? Den verrate ich euch aber nicht. Deswegen werden eh die Namen alle geklaut. Nee, nee, nee. Komm, Blitz! Los, LDs. Wir wollen einen Blitz. Ich hoffe, dass mindestens einer drin ist. Dann musst du dich Marco 7 nennen. Nee. Nee. Ich habe schon... Oh, da war ein Besold. Das ist ganz cool. Ich habe mir schon was Neues überlegt. Alle bannen lassen. Ich habe mir einen neuen Namen überlegt, den ich jetzt hier nicht sage. Also ich werde mich nicht X7 nennen. Der Name wird eh schon... Wahrscheinlich hat X7 einer, keine Ahnung, aus Amerika oder so genommen, weil einfach Heaven und dann haben die ein X davor gesetzt. Ja, ist jetzt, glaube ich, nicht so ein ausgefallener Name, denke ich, für ein Spiel. Da könnte man einen so bekommen. Da war der Darko Elementar... Blitz! Blitz! Oh! Nice!
Iris. Die ist cool. Also keine 12, aber Iris ist schon sick. Damn. Boah, muss gerade einen Wasserkasten in den dritten Stock schleppen. Uff. Oh mein Gott, lol. Die fuckt mich immer ab. Ja, die ist richtig hart, ne? Die ist heftig. Die wurde zwar genervt, aber die ist trotzdem noch sehr cool. Und Glückwunsch auf jeden Fall. Iris ist ein richtig cooles Monster, die ich sehr mag und die auch sehr, sehr stark ist. Also richtig, richtig gutes Monster. Würde es fallen, wenn du Epic 7 spielst? Also weiterspielst, meinst du bestimmt. Nenn dich einfach Melonenmagic. Ich will die auch. Ja, kann ich verstehen. Ich würde dir eine geben, wenn ich eine hätte. Aber ich würde auch eine für mich behalten, also so beides. So, das war schon mal sehr gut. Vielleicht kriegen wir noch einen Blitz in den LDs. Vielleicht. Wir brauchen noch ein LD Net 5. Da ist noch ein Besold. Einer reicht. Der macht eigentlich viel Schaden. Habe ich letztens wieder gesehen. Auch wenn meine nur auf Support gerundet ist, der macht irgendwie heftig Schaden. Krass, dieses Monster. Also wenn man den richtig auf Schaden rundet, kann er da einiges raushauen. Die meisten holen ihn halt einfach als Supporter. Aber man könnte ihn auch eigentlich so, keine Ahnung, im PvP benutzen. Der ist halt schon irgendwie cool. Komm, noch ein Blitz. Oh, Jultan. Blitz! Blitz, 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 Blitz! Oh, cool! Lichtlich, auch ein Quality Forster, das sehr gut ist und das extrem nervig ist in der Arena oder so. Nice. Ich frage mich, was für ein Adrenalin das ist, wenn ich mal realisiere, dass es mein eigener Account ist. Glückwunsch! Glückwunsch, der ist cool. Den hätte ich auch gern. Also früher war der halt richtig useless und keiner hat sich darüber gefreut, aber seitdem er diesen Buff bekommen hat, ist er halt extrem nervig. Junge Miner! Oh mein Gott, der fuckt mich immer ab. Das sind die einzigen LD-Monster, über die ich was sagen kann. Haben wir ja die richtigen gezogen, hat sich gelohnt auf jeden Fall bisher. Und danke für die Loots-Nachricht gerade. Mal sehen, was geschrieben wird. Na, schon wieder. Wieso kriege ich heute so viele Support-Loots-Nachrichten? Wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach Ausrufezeichen Loots reinschreiben. Dann könnt ihr mich gratis unterstützen, ohne dass ihr irgendwas bezahlen müsst. Und ihr könnt eine Nachricht im Stream einblenden. Das ist ein Stück Code, in TOA hat. Gehört sich, bekomme nur HOA Dark Light Force. Das ja, ist meistens immer so, ne? Mach mal Damage Test bis heute. Ja, müsste ich wirklich mal machen. Das wäre eine gute Idee. Mache ich nächsten Free Room Move Day. Meine 100 Nikos sagen, einen Pfeil fehlt dir noch. Vielleicht kriegen wir noch eins. Wir sind ja noch nicht durch. Komm, noch ein Blitz aus den LDs würde. Oh, als ob! Als ob! Oh! Das gibt es nicht! Immer dieses Klatschen, aber ich mag es Markenzeichen. Junge! Junge! Was ist das? Ich habe, glaube ich, heute ein Händchen. Für Light Net Force. Alter, Iris, Helfers und Verdamn. Was ist das für ein Glück? Drei Top LD Net Force. Ja, das ist wirklich krass. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. No. Heftig, ne? So, krass, ne? Wie baut man Chuck Boom zu Dragons Be 10? Viel Damage und Speedy. In einem früheren Video meintest du, mein Gott, ein Lich, den würde ich eher aus dem Fenster werfen, anstatt ins Bett zu ziehen. Dass du dich daran erinnerst, oh Gott. Wusste ich selbst nicht mehr, aber der Spruch passt zu mir. Oh, krass, was wir einfach hier ziehen. So, wir haben noch 4. Ich glaube, das war's jetzt. Mehr müssen wir jetzt nicht hier bekommen. Aber naja, vielleicht kriegen wir noch eine 5. Vielleicht? Letzte LD? Nee. Okay, das reicht mit den LDs. Das war ein bisschen viel, ne? Also, schaut euch das hier an. Wie schick das aussieht. Die drei einfach so nebeneinander. Damn, Iris, dann noch den Lich und zum Schluss auch noch ein Verdamn. Das gibt es nicht. Sowas kriegen manche Leute in 3 Jahren SW nicht. Nicht mal 1 oder so. Melo, wenn du in Berlin bist, würde ich mich sofort aufmachen. Aha, aha. Kann man Shiner in Dragon's Be 10 benutzen? Ja, sehr gut sogar. Damn, wie heftig. So, wir haben jetzt zum Schluss noch die legendären Schriftrollen. 8 Stück. Jetzt bin ich gespannt, ob wir noch eine 5 kriegen.
Schickt mal alle ein Herz rein. Ich habe aber schon 4 Jahre SB gespielt, darum habe ich es. Da noch kein LD, da noch kein, was? Da noch ein LD in der 5 wäre too much. Ja, das, man darf halt, wenn man einem den kleinen Finger reicht, darf man nicht die Hand abreißen, ne? Kosten Loots-Nachrichten eigentlich Nekos? Ne, Loots-Nachrichten kosten gar nichts, ist komplett gratis. Keine Nekos, kein echtes Geld. Johto 2 Stunden von Berlin entfernt. Ah. So, wir, nee, was er bekommt, reicht für das ganze Jahr. So, 3, 2, 1, let's go, baby! Oh, ein Blitz aus einer legendären, wer hätte es gedacht? So, da haben wir nochmal einen Bomber. Nächste. Ah, nochmal einen Cyan, jetzt kommen die alle, die wir schon hatten. Iwu. Ein Werder, als ob, das sind alles Monster, die wir schon gezogen haben und bewertet haben. Nochmal ein Cyan. Alter Legende Cyan. Ja, also von dem hast du jetzt mehr als genug. Wieso? Wieso bist du so oft heute hier? So, und dann haben wir noch 4. Die letzten 4 Stück. Die hatten wir noch nicht. Wir hatten die nur im Wind. Ja, der Song passt so perfekt dazu. Tube incoming. Cyan mögen sich. Wo bleiben die Komplimente? Wir hatten die ja schon. Warum wurden denn... Ja, wir machen im Anschluss den Lichtmonster noch Komplimente, okay? Im Anschluss. Noch ein Lich. Hast du schon Skill-Ups? Für den Lich. Jetzt kriegen wir noch eine Peitschfrau. Und die letzte ist ein Net 5. Komm! Ja, ein Sniper. Egal, ich denke, das passt. Die hatten Komplimente bekommen, was erwartest du? Heaven 3 mischt sich. Was? Heaven 3 mischt sich in meine und Jojos Gespräche ein. Ich misch mich nicht mehr ein, okay? So, ja, wir können im Anschluss noch den Komplimente machen. Überlegt euch was. Für Iris, den Lich und for Dam. Was würdet ihr denn sagen? Und ich teile mal die Nekos aus. So, vielen Dank fürs Zusehen. Und hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr lustig und die Beschwörung war sehr erfolgreich. Die Komplimente waren auch lustig und war allgemein ein sehr, sehr cooler Stream. Vielen Dank für die ganzen Loots-Nachrichten und auch für den aktiven Chat, die vielen Zuschauer und für die ganzen Follows, die heute reinkamen. An mich in der Zukunft, hör auf zu gammeln. Ja, also vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bei YouTube, ihr habt was verpasst, wie er einen Wrecking Ball gesungen hat. Ja, das wird dann aus den Highlights natürlich rausgeschnitten, also werdet ihr es nie sehen oder hören. Nee, ich glaube, damals haben wir sogar mal im Stream so gesagt, so, Herman, ich spende dir 100 Euro, wenn du Wrecking Ball singst oder so. Keine Ahnung. Aber es kam nie dazu. So, also vielen Dank für alles. Schickt mal ein Herz rein, ihr kriegt von mir auch ein Herz. Und, nächstes Stream fällt aus, Kevin erstickt an Melonen. Oh Gott. Oh oh. Ich hoffe nicht an deinen. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao und noch ein schönes Restwochenende und macht's gut. Bye. Zum Schluss noch ein. Ja. So, da kommt noch eins und.